Ist größer immer besser? Zumindest bei Mini scheint man das zu denken. Nachdem schon der Countryman und der Fünftürer so gar nicht mehr Mini sind, sprengt nun der neue Clubman alle Maßstäbe. Er ist der erste Mini in der Kompaktklasse. Was neu ist am Mini Clubman, sieht man, glaube ich, auf den ersten Blick, das ist die Größe. Er ist fast 30 cm länger als sein Vorgänger. Dadurch hat man natürlich innen drin viel mehr Platz und es gibt auch mehr Platz für zusätzliche Türen. Die Clubdoor ist verschwunden, dafür haben wir jetzt insgesamt 4 richtige Türen. Und so können die Leute, die auf der Rückbank sitzen müssen, viel bequemer ein- und aussteigen. In den Kofferraum passen 360 Liter Gepäck. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen können sogar bis zu 1250 Liter hineingepackt werden. Und sollte man mal einfach zu faul sein, die Kofferraumtüren zu öffnen, kann man das gegen Aufpreis mit einem Fußkick erledigen. Oder eigentlich mit 2 Fußkicks, denn jeder der 2 Türflügel möchte seinen eigenen Kick haben. Alternativ klappt das Ganze aber auch per Knopfdruck auf der Fernbedienung. In Sachen Bequemlichkeit hat Mini noch mehr aufgerüstet. Erstmals gibt es nun elektrisch verstellbare Sitze mit Memory-Funktion auf der Fahrerseite. Und auch das Cockpit wurde überarbeitet und hat nun eine deutlich breitere Instrumententafel. Wenn dann alles eingepackt und der Sitz richtig eingestellt ist, dann kann man sich endlich der Frage widmen, geht die neue Größe auf Kosten des Fahrspaßes? Nein, das tut sie nicht. Ganz im Gegenteil. Durch die große Spurweite und den langen Radstand ist der Clubman besonders agil. Und der Frontantrieb und der tiefe Fahrzeugschwerpunkt sorgen für das so oft zitierte Go-Kart-Feeling und den minitypischen Fahrspaß. Ich bin hier heute mit dem Mini Cooper S Clubman unterwegs mit 192 PS und der neuen 8-Gang-Automatik. Das funktioniert alles ganz wunderbar, das passt gut zusammen und das macht vor allem richtig viel Spaß, wie eigentlich ja immer mit einem Mini. Allerdings ist diese 8-Gang-Automatik nicht automatisch im Preis mit dabei, die muss man extra bezahlen, die kostet knapp 2000 Euro. Und da sind wir auch schon beim Thema, nämlich beim Preis. Wenn man einen Clubman möchte mit dieser Motorisierung und dieser Ausstattung, muss man sage und schreibe 43.650 Euro dafür bezahlen. Auf einige Dinge, die in diesem Preis enthalten sind, kann man aber auch verzichten. Das Head-Up-Display ist sehr praktisch, aber nicht unbedingt notwendig. Und das Ambient-Light in verschiedenen Farben finden viele Leute sicherlich sogar richtig doof. Aber man kann sich bei all den Optionen und Individualisierungsmöglichkeiten richtig gut austoben. Und zumindest was die Auswahl angeht, kann man definitiv behaupten, größer ist immer besser.